Moment, hallo und kommt zurück zu Spiritfarer. Gustav spielt uns noch eine schöne Melodie. Oder Melodie? Weiß gar nicht. Zum Sonnenuntergang. Oh, schöner Himmel hier. So rot. Das ist nämlich wieder ein Sprichwort, eigentlich, was im Winter eigentlich gilt. Ich weiß gar nicht. Oder was ich gehört habe zumindest. Wenn der Himmel. Nee, doch. Wenn am Himmel die Wolken rot erscheinen. Die Engel Kekse backen oder so. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so. Backen die Engel Kekse. Irgendwie sowas. Auch ein interessantes Sprichwort, glaube ich. Irgendwie so auf jeden Fall. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen. Da ist Albert schon. Oh, guck mal, der Baum. Ist er schon ausgewachsen? Nee, noch nicht ganz, oder? Oder doch? Wir sind da. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was Albert zu sagen hat. Ich hoffe, Albert hat was für uns. Denn ich würde gerne das neue Gebiet. Irgendwie müssen wir hinkommen. Oho. Eine Gießerei ist sicher praktisch für Gärtner. Was, warum? Weil sie dann keine schweren Gießkannen mehr herumschleppen müssen. Uff. Okay. Können wir noch nicht, weil uns fehlt noch Quarzpulver und Zink. Das könnten wir auch noch nicht, weil kostet 30.000. Uff. Ich würde gerne das hier bauen. Wir brauchen 8 Marmor. Wir haben keine 8 Marmor. Das ist ein Problem. Da kommen noch ganz schön viele Dinge auf uns zu. Guck mal hier. Eschbrett, Zinkbaren, Kometenstand. Das heißt, das kriegen wir als nächstes. Hoffentlich. Oh je. Also wir brauchen Marmor. Und die einzige Möglichkeit, Marmor zu kriegen, so wie es aussieht, ist im Norden. Quarzpulver. Wir müssen in den Norden, das geht nicht anders. Albert kann es auch nicht weiterhelfen. Ich habe auch keinen Marmor im Inventar, oder? Warte mal. Marmor im Inventar? Ich glaube nicht. Quarz haben wir, aber kein Marmor. Ich glaube, Marmor hatte ich echt, ja. Ein Ding gehabt. Können wir noch schnell ein Stück fahren? Zumindest ein paar Meter zu Olga. Wir haben leider kein Marmor. Wenn wir Marmor hätten, würde ich gerne Marmor einpflanzen, aber ja. Gucken wir hier nochmal gerade. Das nehmen wir noch mit. Das hatte Alice für uns immer gesammelt hier. Boah, die leuchten alle golden hier. Das ist schon krass. Das hatte Summer ja für uns gemacht hier sogar. Man hat sozusagen die Blumen immer zum Wachsen gebracht. Wir können die natürlich auch zum Wachsen bringen, aber wir kommen einfach nicht dazu. Zu dunkel zum Navigieren, das heißt, wir bleiben jetzt stehen, ne? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt auch schlafen, meine ich. Die Schafe schlafen nämlich auch schon. Okay, dann ab ins Bett, ja. Gute Nacht. Wir haben. Hast du dich einmal umgedreht und schon ist es wieder morgen. Nicht aufstehen. Ich will nicht aufstehen, aber ich muss ja aufstehen. Guten Morgen. Alter, Gustav ist auch so eine Morgengans, oder wie hieß das? Ich habe keine Ahnung. Hier. Aha. Danke, Skipperin. Diese Mahlzeit ist nahrhaft. Wir müssen mehr exotische Sachen für dich finden. Ja. Aha. Nun gut. Das sollte aber nicht zu gewundert werden. Ist es aber schon. Ist es aber schon. So, wo ist denn? Komm näher, hab keine Angst. Du bist so hübsch, Wildfang. Soll ich mir jetzt Gedanken machen? Du erinnerst mich sehr daran, wie ich in meiner Jugend war. Mhm. Damals hatte ich immer eine rote Schleife im Haar, genau wie die Mädels in den Zeitschriften. Die Jungs hatten Interesse an mir, weißt du? Ich hätte Tony, den Sohn des Friseurs, heiraten können. Mhm. Er war ziemlich reich und hatte ein rotes Cabrio. Oder sogar Al, den Schieß-Champion. Ich wollte gerade Skipper sagen, aber passt ja nicht hin. Oh, Al, der hatte den süßesten Po. Mhm. Aber Giovanni? Ach, Giovanni. Mhm. Egal, was ich tat, egal, was passierte, er konnte mich immer zum Lächeln bringen. Ja, das ist ganz gut, wenn man das machen kann. Seine Augen glühten wie Sternenschnuppen, sein Haar duftete wie der Morgentau.
Aber genug davon. Mhm. Tagträumereien werden uns nicht weiterhelfen. Lass dir was Produktives tun. Musst du dir nicht deine Pflanzen gießen? Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Die Musik schon wieder, ne? Muss auch ernten hier, ne? Damit hier wieder ordentlich Ernte bei rumkommt. Jetzt muss ich gleich zu Olga. Nein, nicht doppelt gießen. Das ist doch zu viel. Nicht überwässern. Sonst kommt da gleich nur nasse Klamotte bei rum. So. Okay, wir haben alles gegossen. Dann gehen wir mal zu Olga und fahren direkt weiter. Wir müssen nämlich ein bisschen Rabotti-Rabotti machen. Sei so lieb. Bin da. Wer noch? Achso, wir müssen in... Was habe ich denn hier angepflanzt? Weiß ich gar nicht mehr. Aluminiumerz. Ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr... Wie soll man sagen? Au. Nee, das nicht. Ich hätte gerne mehr Marmor. Wir müssen Marmor besorgen und dann hier anpflanzen. Was ist denn los schon wieder? Ich bin schon unkonzentriert. Nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Los geht's. Das hat nicht gereicht. Nochmal. Bam. Okay. Und nochmal. Kablemo. So, okay. Was pflanzen wir nächstes Mal über die nochmal ein? Ich hätte gern Marmor. Wir haben keinen Marmor hier. Das ist blöde. Kalkstein. Ja, das haben wir schon ordentlich jetzt, ne? Ja, komm, wir pflanzen mal ein bisschen davon ein. Machen wir mal was anderes. Aluminium haben wir jetzt ein bisschen. So. Nein! Oh, jetzt bin ich untergegangen. Stella? Ja, sofort. Sofort, Olga. Ich muss nochmal kurz nach oben und was dann... Das reicht ja nicht ganz. So, jetzt können wir. Bist du fertig damit? Also gut. Wir sehen uns später wieder. Später. Sie geht wieder unter? Okay. Hey, Bambina. Dir ist schon bewusst, dass du etwas Besonderes bist, nicht wahr? Oh ja, du weißt doch. Das weißt du. Und wenn nicht, das ist eine Schande. Sieh nur, wie du durch die Gegend läufst und dich um alle kümmerst, wie du dich um mich kümmerst. Ich hoffe, das sind dir auch alle, da sind dir auch da alle dankbar. Zeig mir eine Person, die nicht dankbar ist, und ich werde ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Nein, aber wirklich, Erdnüsschen, du musst stolz sein auf dich und alles, was du hier tust. Du bist mordsgut. Himmel, ist das witzig. Ich weiß nicht, ob das... positiv gemeint ist jetzt oder negativ. Komm, du kriegst noch was zu essen jetzt hier. Du hast Hunger, ne? Gibst du, wolltest was essen. Hier, Kalmarspieße. Aha. Das ist ja mal was Besonderes. Richtig gehobene Küche, Bambina. Ich, Giovanni Leon Formidable, habe feinen Geschmack exquisiter Komplexität. Und das ist perfekt. Köstlich. Grazie mille an die Köche. Ja, ich weiß, dass du das bist. Aber jetzt gibt's noch nur ein Armchen. Ja, warum? Der Arme erhält mich hier gerade. So ist es richtig. Du bist eine Meisterin der Umarmung. Das passt gerade so in den Raum. Und da hat er mich direkt so in seine Arme geschlossen. So, soll ich mir Gedanken machen? Das passte gerade ganz gut. Das war lustig. So, wir gehen hier hin. Wir müssen Pralinen kaufen. Warum auch immer bei der Profit GmbH. Wahrscheinlich sind, weil die deswegen Profit GmbH ist, weil die teure Pralinen verkaufen. Das ist in Wirklichkeit eine Pralinenfabrik gewesen. Deswegen hat sie da stunk gemacht, ne? Sei so lieb. Okay, komm, wir schmelzen nochmal eine Runde. Wenn wir gerade hier sind, schmelzen wir eine Runde. Wir machen... Ja, komm, wir machen mal hier ein bisschen... Nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich da einen reingeschmissen. Das wollte ich nicht. Mann, jetzt habe ich da einen reingeschmissen. Das war zu hoch? Oh, ist egal. Das war jetzt Mist. Ich konnte nicht mehr nachwerfen. Bin schon jetzt zu voreilig gewesen. Aber dafür ist auch instant fertig, glaube ich, ne? Oder? Nee, doch nicht? Ah, ich muss nochmal nachdingsen. Okay, einmal geht noch. Jetzt muss es aber reichen. Also wenn es jetzt nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. Ein. Das war jetzt... Naja.
Na gut, zwei kommen raus. Also gibt es ein Erz rein, kriegst zwei raus. An sich gut, gute, wie soll man sagen? Gutes Verhältnis. So, Profiki GmbH. Ja, läuft. Okay, da wollen wir jetzt gleich nicht hin. Ich guck mal gerade, was wir noch an Aufträgen haben. Bilderrahmen können wir nicht machen. Das geht aber nicht. Wir müssen oben in den Norden. Profiki GmbH machen wir jetzt gerade noch. Oxbury geht nicht. Schmiede bauen. Ja, wir können erst weitermachen, wenn wir Dingens haben, ne? Quarzpulver, Zinkbahn. Jetzt müssen wir jetzt wieder mit Atul reden. Atul ist oben, okay. Heimling! Ein Unwetter! Versuch ein paar Blitze einzufangen. Denk daran, immer nicht viel schützen. Was hältst du davon? Nein! Schade, Heimling. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Wir müssen nämlich jetzt erstmal die Pralinen holen, dann müssen wir wieder in den Norden zurück und Marmor besorgen. Ich hoffe, wir kriegen irgendwie einen Marmor und dann muss ich das sofort Olga geben oder... Wie ist die andere Dame denn? Vergessen, wie ihr Name hieß. Egal. Tja, was koche ich denn mal? Wir können Miesmo schon ohne Ende kochen. Ich bringe die Tasten gerade schon wieder durcheinander. Das darf doch nicht wahr sein. Hier. Gib alles. Miese Muscheln haben wir genug. Also, da können wir uns totschmeißen mit. Aber die will auch nicht jeder essen. Hier habe ich das Gefühl. Würde ich auch nicht unbedingt, muss ich zugeben. Miese Muscheln. Hier geht auch langsam alles zur Neige. Hier kommt nochmal ein Fragezeichen. Gießen wir nochmal alles gerade. So, unser Charmeur ist schon mal unterwegs. Wir gießen nochmal kurz. Braucht man eigentlich noch nicht, aber wir machen es trotzdem mal. So. Okay, mein Freund, dann... Er ist schon wieder total auf dem Trip hier, ey. Also... Gehen wir einkaufen, Ernestchen. Hoffentlich gibt es im Laden noch diese Pralinschachteln, die wir wollen. Taktloses Einkaufen. Das Problem ist nur, ich muss bezahlen. Sehe ich das richtig? Also gut. Sieh dich um. Hier sollten sie welche haben. Nimm die schönste Pralinschachtel, die du finden kannst. Nicht das Billigzeug. Ich bin wieder im Geschäft. Ich habe vor kurzem eine frische Lieferung heranbekommen. Es geht wieder aufwärts für den alten Theodor. Nur zu. Sieh dich um. 1000. Was ist das denn? Feldsamen Probierpaket. 30.000? Was ist das denn? Ein Probierpaket mit all deinen bevorzugten Feldsamen. Gartensamen, Obstgartensamen, okay. Ich bräuchte Marmor. Wenn du Marmor hättest, hätte ich den sofort gekauft. Hier haben wir noch Sachen, die wir eigentlich noch bei Gelegenheit bekommen müssen. Ja, hier, Pralinschachtel. Gefüllt mit den allerbesten Gaumenfreunden aus Schokolade. Wundervoll, Bambina. Aha, ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Guck mal hier, wie er da schon sabbert, ey. So. Das weiß Astrid doch ganz genau, dass ich das bezahlt habe. Und dann kriegt er erstmal auf eine Mütze. Du bist fantastisch, Bambina. Wusstest du das? Wundervoll, außergewöhnlich, bewundernswert. Mhm, das hast du nur, weil du das jetzt haben willst, damit du Eindruck schinden kannst. Mhm. Wir haben dich nicht verdient. Nein. Niemand hat dich verdient. Mhm. Okay, Leute, packen wir ein. Wir verdienen Stella nicht im geringsten. Du wunderbares kleines Erdnüsschen. Gut, kannst du sie mir jetzt bitte geben? Na komm, hier. Die Pralinen, ne? Ich gebe dir die hier, die Zitrone. Nee, komm hier. Danke. Haha. Ja, sie wird begeistert sein. Ich werde sie aufbewahren. Lass uns zum Schiff zurückkehren, Bambina. Hier war sonst keiner mehr, oder? Bist du noch jemand hier? Nee, du hast einen normalen Schatten, okay. Theodor ist wieder im Geschäft. Nee, die haben alle normale Schatten, ne? Hurra. Da komme ich noch rein, wenn ich einen Schlüssel habe, ne? Hat Theodor den Schlüssel? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich muss noch die Fähigkeit holen. Siehst du, die können wir uns jetzt, glaube ich, holen, oder? Wir hatten doch zwei Dinger hier. Vielleicht geht das. Gucken wir mal. Okay, auf zum Schiff. Das heißt, wir müssen wieder in den Norden. Fahren wir direkt los. Und zwar müssen wir... Oh, Backe.
Ahorn brauchen wir ja nicht mehr jetzt. Das können wir ignorieren. Metallseil. Ich würde das gerne noch lernen. Wo können wir das denn lernen? Hier? Nein. Lohnberg. Da können wir zum Mascha. Mascha war das genau. Hier können wir. Hier müssen wir hin. Da gibt es Marmor. Konnten wir nicht irgendwo was lernen? War nicht irgendwo ein Schrein? Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist eine seltene Truhe. Ein Schaf gibt es hier noch. Und Frage jetzt. Irgendwo konnten wir doch noch eine Fähigkeit lernen. Ein Schrein haben wir noch nicht besucht. Ein Hummingbird. Nee, das haben wir noch, das haben wir schon abgearbeitet, glaube ich, ne? Wenn das ausgegraut war, ne? Genau, hier ist noch ein Schrein und Fragezeichen, was auch immer das ist. Bauplan gibt es noch? Nee, das ist schon ausgeblendet. Okay, die Seele hatten wir noch geholt. Ahornstamm konnten wir uns da holen. Da sind noch ganz viele Fragezeichen. Das ist ja eine Truhe. Ja, wir müssen erst hier rüber. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und holen uns die Fähigkeit. Wir brauchen ja nur zwei auf einmal, sonst haben wir ein Problem. Ach ja. Dann machen wir eine Sonnenblume hier rein. So. So, früher konnte ich auch auf dem Boden schlafen. Heute geht das nicht mehr ganz so gut, weil das ist nicht gut für meinen Nacken. Den habe ich mir ein wenig... Ich weiß nicht, kaputt gelegen oder kaputt gedrückt? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie war das nicht so nice. Das war ein bisschen uncool. So. Tja, wir müssen immer noch die Sachen für Atul machen. Atul ist eigentlich auch schon einer der, ne, der zweite, den wir getroffen haben. Und der ist bis jetzt immer noch hier, weil wir nicht weiterkommen. Aber ich bin auch froh, dass noch jemand da ist. Von der ersten Riege, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja noch eine Dame im asiatischen Gebiet hier. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo. Ich weiß, da kamen wir, glaube ich, nicht hin, ne? Tja, gehen wir pennen? Ja, komm, wir gehen pennen. Hier. Gehen wir früher pennen heute, oder? Ja, komm. Mach mal. Nee, können wir nicht. Nein, wir müssen noch ein bisschen warten. Ich dachte, ich gehe mal früher pennen heute. Aber ich muss noch ein bisschen was arbeiten hier dann wahrscheinlich, ne? Was mache ich denn dann? Komm, wir schmelzen noch eine Runde. Bretter und so säge ich erstmal nicht, weil ich weiß noch nicht genau, was wir sägen wollen müssen. Ja, komm, wir machen nochmal 5 Aluminium. Habe ich da nichts reingeschmissen? Ich habe doch Y gedrückt, oder bin ich doof? Also, ich habe nicht Y gedrückt. Jetzt. Was? Y drücken zum Vollenden. Was? Wo macht denn das jetzt nicht? Ha? Wieso? Habe ich was verpasst? Keine Kohle mehr. Ach so. Ja, dann geht das natürlich auch nicht, wenn da keine Kohle mehr drin ist. Jetzt geht die Kohle. Kann ich jetzt pumpen? Jetzt kann ich pumpen, okay. Deswegen geht das nicht, da das Feuer war aus, habe ich nicht gesehen. Ist eigentlich ziemlich offensichtlich, aber ja. Okay, es reicht schon. Ist es dunkel zu navigieren? Okay. Okay, dann können wir jetzt definitiv pennen gehen. Haben wir genug getan für heute. Hier sind Häuser stehen. Man könnte die Häuser natürlich wieder wegmachen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Was eigentlich blöd wäre, wenn man die wegmachen würde oder wegmachen könnte. Weil das ja auch ein bisschen ein Andenken ist. Aber andererseits, naja, irgendwann muss... Das fällt mir jetzt das auf. Guck mal da oben, die Sterne. Guck mal, da oben ist Gwen. Da rechts ist Alice da oben. Da drunter, das müsste Summer sein. Und links... Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, was... Wieso haben wir schon 4 Sternbilder?
Habe ich was verpasst? Habe ich was vergessen? Habe ich ihn vergessen? Ne, wir haben doch drei Häuser hier. Gwen hatten wir zuerst. Dann kam Alice sofort und Summer jetzt hinterher. Wieso haben wir da vier Sternenbilder? Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwas passt hier nicht. Da ist ein Stern. Ach nee, das ist Dingens. Das erste Sternbild ist Charon, glaube ich. Das könnte Charon sein. Das könnte wie so eine Kapuze sieht das aus. Den habe ich ja ganz vergessen. Aber der hat sich doch selber weggebracht, oder nicht? Das finde ich ein nettes Gimmick, dass man das. Das ist mir noch nie aufgefallen. Wieso fällt mir das jetzt zu spät auf? Na gut, gehen jetzt pennen. Und sie wachen über uns, sozusagen. Krass, die kannst du jetzt echt sehen da oben. Am Nachthimmel. Puh, Gustav muss ich geweckt werden. Morgen. Ah, du brauchst nicht, du brauchst nur Umarmung. Aha. Gerade bin ich nicht in der richtigen Stimmung. Okay, na gut. Na gut, na gut. Morgen. Du möchtest keine gehobene Küche. Einen Kaffee? Mhm. Danke, Wildfang. Nummer habe ich, den gibt es aber noch hinterher. No. Mhm. Gut, das hatte ich gebraucht. Das heißt, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man nur Weibchen kriegen kann. Wo ist denn jetzt unser Charmeur abgeblieben? Nanu? Hier ist er nicht. Das ist Atul. Atul ist bestimmt auch der Hunger. Guten Morgen, Keimling. Oh, du bist total ausgemergelt. Was ist denn mit dir passiert? Du kriegst... ja, das Problem ist, wir haben leider... Moment, gegrilltes Hühnchen? Nee, was wolltest du denn haben? Gegrilltes Hühnchen oder Dingeshühnchen? Köstlich, darauf hatte ich richtig übertrieben. Nee, gegrilltes war es nicht. Das war das nicht wundervoll, Lieblingsdichte? Jetzt muss ich gerade mal nachgucken. Was wolltest du denn für Dinges haben? Atul, aufgepeppt. Bilderrahmen, gebratenes Hühnchen. Nicht gegrilltes Hühnchen. Gustav hat zwei, Atul hat zwei. Wir müssen gucken, dass wir unbedingt weiterkommen. Wo ist denn unser Charmeur? Ich finde ihn gerade nicht. Nanu? Ach, der pennt sich hier wieder ein, alles klar. Wir gießen nochmal eine Runde. Der pennt sich hier wieder ein. Jetzt der Tagesrhythmus im Augenblick ein bisschen im Eimer. Normalerweise mache ich das mal so, dass ich... Genau passe ich zum Abend immer die Episode beende. Oh, da geht's wieder los. Im Augenblick... Sind wir ein bisschen schneller mit der Arbeit, muss ich zugeben, dann passe ich das ein bisschen an. Also ruckel, 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 wackel, wackel, wackel. So ein Sellerie hier noch rein. Okay. Jetzt gehen auch die Samen langsam aus. Wir müssen bald wieder neue besorgen. Okay. Wir brauchen unbedingt die neue Front. Der Baum braucht ja ein bisschen. Normal, was haben wir gesagt? 7 Jahre, bis er Früchte trägt oder so? Kirschen, die leuchten immer so krass. Da sind wir schon. Okay, dann hoffentlich kriegen wir jetzt die Fähigkeit. Jetzt wird's für, wie heißt es? Für unseren Charmeur wie Schild Giovanni da ein bisschen kühler, glaube ich, da oben, ne? Was hast du im Angebot? Hähnchen. Ja, Hähnchen können wir nochmal kaufen. Seile. Brauchen wir bestimmt für Dinge dann. Für, unseren Drahtseilakt. Hier war sonst keiner mehr, ne? Nee. Ihr beiden nicht? Nee, auch nicht. Okay. So, jetzt müssen wir gerade gucken, wo war denn unser... Hier ist der Schrein. Erwerben. Jetzt geht's los.
Stützräder. Halte Kreuz nach oben gedrückt, um an Seilen und Kabeln entlang zu rutschen. Okay. Geht das auch mit dem Stick oder geht das nur mit... Ui. Wow. Okay. Wenn ich nach oben drücke jetzt mit dem Stick, geht das auch? Nee. Okay, du musst dann doch ein bisschen hochspringen. Hier, okay, daher haben wir noch was. Apfelkuchenrezept. Nice. Das ist abgeschlossen. Das ist schon mal nicht so nice. Da ist ein Fenster. Können wir nicht durchs Fenster gehen? Nein. Okay. Uäh, da muss ja. Okay, da muss es Skills beweisen. Davor die wartet noch. Also man kann es auch mit dem Fadenkreuz machen. Okay, nice. War hier noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir hatten jetzt alles, oder? Ich glaube, wir haben jetzt alles. Wir haben die Fähigkeit gelernt, dann können wir wieder gehen. Dann können wir jetzt... wer will denn jetzt noch was? Giovanni? Nee. Erdnüsschen. Hey Giovanni. Ich habe nachgedacht. Und du und weißt du was? Ein Pralinschachtel allein ist bei weitem nicht genug für eine Dame dieser Klasse. Er braucht Blumen noch. Aber ich weiß genau, was dieses Geschenk vervollständigen würde. Blumen. Ein schöner Blumenstrauß. Ich wusste es. Frische leuchtende Rosen. Und ich weiß zufällig, wo wir welche pflücken können. Im Ambertown Park. Keine Sorge, ich werde dir alles zeigen, wenn wir dort sind. Großartige Idee. Auf jeden Fall eine großartige Idee. Und auch dieses Mal wieder sag ihr nichts. Es ist wieder eine totale Überraschung für sie. Ambertown Park. Wo ist denn Ambertown Park? Taktloses Einkaufen. Das klingt schon mal nicht so gut. Also ich glaube, das kommt bei einem Brief von Albert. Haben wir ein neues Rezept gelernt? Achso, ich brauche noch Seile hier, ne? Sehe ich gerade. Könnte man zwischen zwei Pfählen spannen. Das heißt, ich brauche noch Seile. Dann müsste ich die noch besorgen, bevor wir losfahren. Weil vielleicht müssen wir dann noch ein bisschen was machen. So, wo haben wir denn den Brief von Albert? Brief von Albert. Geschätzte Kundin, für besondere Zeiten bieten wir eine ganz besondere Aktion. Hier ist ein besonderer Bauplan. Er ist Teil unserer neuen Spektakulärreihe. Ein Seilrutschenmast. Rutsche wie ein majestätischer Vogel daran entlang. Albert, dann natürlich auf Schiffsbau. Okay. Ich werde mal kurz zurückgehen und noch mal kurz ein paar Seile besorgen. Ich hoffe, die sind nicht so teuer. Denn vielleicht müssen wir noch ein paar Sachen bauen. Da sind wir aber auch nicht was losgeworden jetzt hier. Ja, ja. Wir müssen auf jeden Fall wieder was sammeln. Ein Glimps hier demnächst. Okay, wir fahren weiter. Wir müssen eigentlich hier hingehen und Marmor sammeln, ne? Marmorstein und Eisenbricht. Da gab es... Bauplantruhe. Da können wir hingehen. Nehmen wir das mit. Wir brauchen Baupläne. Wir können dann auch versuchen zu angeln. Weil ich glaube, hier ist ein Angelbereich. Ich weiß nicht genau, ob wir gut angeln können. Da leuchtet es jetzt im Hintergrund. Moment, da unten konnten wir noch hin, ne? Flaschenpost haben wir gekriegt. Von wem denn? Da hätten wir unten noch, glaube ich, lang gehen können. Aber das war im Hintergrund eigentlich. Ziehen. Große Flasche mit Glimps. Nice. Das können wir brauchen. Wenn ich davon jetzt noch 10 Stück sammeln kann und jeweils 200 Glimps rauskriege, hätten wir einen ordentlichen Gewinn gemacht. So. Oh, da war ich zu übereifrig. Das abgehauen. Das lief gut, aber dann nicht mehr gut. Na komm schon. Bin ich schon wieder zu übereifrig hier. Jetzt. Loslassen. Oh, das ist aber nicht so gut. Der ist schwer zu fangen hier. Jetzt müssen wir loslassen. Der geht zu schnell nach hinten weg.
Komm schon, fang ihn ein. Na, es geht nicht. Komm schon, wir müssen ihn jetzt mitkriegen. Ich will wissen, was es ist hier. Wahrscheinlich ein Schuh. Ein Blaulachs. Nice. Okay. Wir sind da. Okay, wir fahren rüber. Wo müssen wir wieder sauber machen? Guck mal, wie viele Muscheln da hängen. Was hast du im Angebot, mein Freund? Glas hatten wir schon. Okay, da konnten wir jetzt hin. Aufwärts. Okay, können wir mitnehmen. Aufwertung Hühnerstall. Na toll. Den Hühnerstall können wir noch gar nicht bauen. Mist. Ja gut, wir gehen erst wieder Baumwolle und so können wir uns später zur Not noch holen. Wir gehen mal direkt weiter. Weiterfahren, weiterfahren. Nicht stehen bleiben. Jetzt hier vorne hin. Wir könnten hier gerade noch einen Abstecher machen. Haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Francis, mal gucken, was er so drauf hat. Was uns da gebrauchen könnte. Guck mal, der Pfirsichbaum trägt endlich. Wir sind 7 Jahre schon vergangen auf dem Schiff hier, wa? Nicht vergessen, ich weiß, Arthur, ich weiß. I know. Oh, ihr seid schon wieder ausgemergelt hier. Und das hier machen wir. So. Ich höre ihn schon wieder. Da ist Francis wieder. Ich bin sofort da, Francis. Lass mich nur kurz die Schafe noch pflegen. Schnipp, schnipp. Okay. So, Francis. Hey, Francis. Lange nicht gesehen. Verkaufen. Und noch irgendwelchen Kram, den wir loswerden können? Irgendwelche Muscheln, die wir loswerden müssen? Leere Muschelschalen. Hier. Okay. Ansonsten haben wir nichts mehr, ne? Nee. Okay, kaufen. Nee. Moment, hast du noch... Hier. Flaschen brauchten wir erstmal nicht. Besorgung. Metallseile gibt es jetzt bei dir, okay. Da gibt es Glimms. Wenn wir Reis hätten, können wir das machen. Brauchen wir aber nicht. Ah, Hornsirup brauchen wir bestimmt später noch. Den bräuchten wir noch für andere Sachen hier. Wir brauchen noch einen Rotlachs. Ich weiß noch nicht genau, wo wir den herkriegen. Da können wir noch was machen. Hämatit braucht man nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir die Edelsteine eigentlich brauchen. Das haben wir ja nicht mehr da. Brauchen die für was anderes? Ah, nee, einfach um sie zu sammeln wahrscheinlich, ne? Mach's gut, Francis. Müssen wir noch sauber machen, aber das machen wir jetzt gerade nicht. Dann wird es ein bisschen dreckiger halt. Wir gehen jetzt da noch hin. Und dann gehen wir zum Marsha noch, hoffentlich. Beziehungsweise machen wir es zumindest auf dem Weg zu ihr. Mach's gut, Francis. Nicht vergessen, ich weiß. Ich arbeite dran, Atul. Wir sind hier schon die ganze Zeit unterwegs. Irgendwie müssen wir das hinkriegen. So, ich gieße das noch. Und dann... gießen wir hier nochmal gerade. Dann sammle ich hier noch ein bisschen was ein und... Ach, da unten können wir noch was einsammeln. Habe ich noch was zum Einpflanzen hier? Ja, Sonnenblumen. Gießen. Sonnenblumen. Wir müssen auf jeden Fall andere Samen nochmal besorgen wieder. Aber jetzt im Augenblick erstmal nicht. Wir müssen ein bisschen Geld sparen. Wir müssen gucken, dass wir Schiff aufwerten können. Die sammle ich gerade noch schnell. Blink. Okay, da haben wir wieder ein bisschen was gesammelt. So, einen Hummer haben wir auch noch mitgenommen. Okay. Da ist noch was. Da kommen wir hier. Da ist auch noch was. Ich weiß, Atul, ich weiß. Ich vergesse es nicht. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Ich glaube, wir schaffen es gar nicht mehr weiter zu fahren jetzt zum Marsch, aber. Es wäre toll, wenn wir jetzt endlich mal einen Marmor hätten hier. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was wir gekriegt haben. So, wir setzen uns noch ein bisschen in Bewegung zumindest zum Marsch. Warte mal, lass uns mal kurz gucken, was wir noch haben. Was war hier noch? Da könnten wir jetzt auch hingehen.
Da können wir uns Aluminium holen, brauchen wir aber nicht. Da könnten wir zur Not auch hingehen. Wir müssen die hier noch abernten dann wahrscheinlich, ne? Da kommen wir nicht noch hin. Da ins Bergwerk können wir jetzt. Da können wir uns Marmor holen. Das brauchen wir nämlich jetzt ganz dringend, damit wir endlich mal vorankommen hier. Die könnten wir uns auch nochmal zur Not holen. Da können wir uns auch noch was holen. Guck mal, da ist noch ein Bauplan. Ich weiß noch nicht genau, wie wir da drankommen. Wir müssen halt oben drauf. Seltene Truhe und ein Bauplan ist da noch vorhanden. Ahornstämme. Da ist auch noch eine seltene Truhe. Wir müssen unbedingt seltene Truhen mal einsammeln, unbedingt. Vielleicht sind da noch Sachen drin, die wir hätten schon gebrauchen können. Wahrscheinlich schon. Da müssen wir nochmal schauen. Da ist noch eine Seele, hier. Ich weiß gar nicht, ob wir da dann zwischen den Pfeilern ein Seil oder so vielleicht machen können. Mal gucken. Also ein bisschen was haben wir noch zu tun. Aber das würde ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.